Hey Leute, heute gibt's ein kleines Update zum Best Day Mogul Minnow. Wir haben im Mogul Lineup neue Farben, die ich euch heute zeige. Unter anderem gibt es zum Beispiel neue Dekore bei unserem Mogul Minnow 110 SP oder auch beim Mogul Minnow 66 SP Dart und beim Mogul Minnow 88 SP Dart. Für alle die, die den Köder noch nicht kennen, der Mogul Minnow gehört bei uns zum Standardsortiment. Die große Version, der 110 SP mit 17 Gramm, gehört zu den etwas schwereren Twitch Baits, speziell für Hecht, Barsch und Rapfen. Der läuft so auf ungefähr 1,3 Meter. Der kleinere 88 SP Dart ist dann eher der Around Twitch Bait mit 10,5 Gramm Wurfgewicht und ca. 1 Meter Tauchtiefe. Und der kleine Mogul Minnow 66 SP Dart mit seinen 5 Gramm Gewicht, der läuft so auf 0,8 Meter und ist ideal für Forelle, Barsch und Rapfen. Wir haben diesen Köder ja grundsätzlich schon eine ganze Weile im Programm, die vielen positiven Bewertungen sprechen dabei für sich. Daher spendieren wir dem Köder dieses Jahr neue Farben und die gucken wir uns jetzt an. Ganz interessant ist zum Beispiel die neue Farbe Ghost Perch. Wir haben hier ein neues Barschdekor, relativ knallig mit stark UV-aktivem Bauch- und Kiemendeckel. Auffällig an diesem Dekor ist vor allem der dunkle Rücken in Kombination mit roten Flakes, was unter Wasser zugleich ungewöhnlich und interessant aussieht. Eine weitere neue Farbe ist das Dekor Sunbleak. Der halbtransparente Köder ist mit einer irisierenden Oberfläche überzogen. Die Seitenlinie ist dezent lila gehalten, der seitliche Rücken dagegen blau. Die gemischte Farbkombination ergibt beim Twitchen und Rollen des Köders ein attraktives und natürliches Farbmuster, das vor allem Räuber anspricht, die auf naturnahe Farben reagieren. Also Leute, kommt am besten jetzt direkt nochmal bei uns im Shop vorbei, die neuen Mogul-Farben checken. Weitere Infos gibt's dann im nächsten Köder-Update. Bis dahin, macht's gut und ciao.